Ja, hallo. Herzlich willkommen hier im Labor für digitale Produktion. Mein Name ist Matthias Schola und ich möchte Ihnen heute gerne hier die Inhalte vom Labor digitale Produktion zeigen. Ja, im Labor digitale Produktion lernen wir auch, wie die Mensch-Roboter-Kooperation funktioniert. Mit diesem Robotersystem hat man die Möglichkeit, auch sehr einfach Roboterprogramme zu erstellen mit gewissen Bausteinen. Das ist auch für Leute gut geeignet, die keine Erfahrung damit haben und das mal anschauen wollen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mal so ein Beispielprogramm, wo der Roboter Bauteile sortiert. Er sucht jetzt hier, ob ein Bauteil vorhanden ist. Hier sieht man gleich nochmal, wie er das sucht. Jetzt hat er erkannt, dass unser Bauteil hier liegt. Jetzt greift er das Bauteil und legt es dann hier am richtigen Platz ab. Und solche einfachen Anwendungen können wir hier eben mal programmieren und dann eben auch verschiedene Vor- und Nachteile von den Systemen sehen. Zum Beispiel auch in Richtung Sicherheit kann man das hier gleich sehen. Wenn ich jetzt hier meine Hand dazwischen habe, hat der Roboter das eben registriert und hält entsprechend an. Hier sehen wir jetzt den Sicherheitsstopp und so kann man sehen, wie man das Ganze eben auch sicher gestalten kann, damit Mensch und Roboter zusammenarbeiten können. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind, wenn ich Sie begrüßen kann im Wahlfach digitale Produktion und im Labor digitale Produktion. Und ja, ich freue mich auf Sie und wird mit Sicherheit eine spannende Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.